Herzlich willkommen, liebe Gemeinde und liebe Internetgemeinde. Wir feiern Gottesdienst und natürlich tun wir das nicht irgendwie abgehoben und nur für uns, sondern ganz in der Situation, in der wir nun mal aktuell gerade stecken. Und wir sind in der Situation des zweiten, in Anführungszeichen, Lockdown-Lights. Und der ist ja von sehr wechselhaften Gefühlen begleitet. Da ist viel Sorge und da ist viel Angst. Da ist die Angst, ob die Maßnahmen überhaupt ausreichen, dass wir das Infektionsgeschehen der zweiten Welle wieder in den Griff bekommen. Und das ist berechtigt. Und da ist auch die Angst der Selbstständigen, der Solo-Selbstständigen, der Gastronomie und der Veranstaltungsbranche, dass sie jetzt wirklich in den Ruin getrieben werden dadurch. Was kann man da tun? Ich glaube, was man tun kann, ist eigentlich relativ klar. Man kann bei sich selbst anfangen, Verantwortung übernehmen, Kontakte reduzieren und das, was man selbst in der Hand hat, dann auch wirklich endlich einmal machen. Und man kann versuchen, bei all der Sorge, bei all den Bedenken, bei all der Angst, sich Kraftquellen zu suchen, die vielleicht dann auch zu finden, die uns stärker machen, die uns resilient machen, diese Krise gemeinsam und miteinander zu bestehen. Vielleicht kann dieser Gottesdienst zu dem einen oder zu dem anderen, vielleicht kann dieser Gottesdienst ja sogar zu beidem beitragen. Das wäre schön und das wünsche ich uns. Und so feiern wir unseren Gottesdienst im Namen Gottes, unseres Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns an der Stelle unsere Gedanken sammeln und lasst uns miteinander beten. Gott, du bist der Schöpfer der Welt und wie gut hast du alles gemeint, geschaffen und geordnet. Aber wie rätselhaft ist uns doch oft deine Schöpfung und wie gefährlich und gefährdend. Denn sie sind da und wir spüren sie, die Stürme des Lebens, die Fluten der Angst. Gott, ja, und wir Menschen, wir tragen schwer daran. Deshalb kommen wir zu dir und bitten dich, dass du uns stärkst, dass du uns nicht aufgibst, dass du uns aufrichtest und ausrichtest auf das, was trägt. In Frieden, in Liebe,
in der Bewahrung alles Lebens. Um das und um diese Zuversicht bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Wer im Dunkeln sitzt, der zündet sich einen Traum an. Das sag nicht ich, das schrieb Nelly Sachs. Das war eine körperlich kleine Frau und eine ganz großartige Person und Schriftstellerin. 1966 wird sie zum Beispiel mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Und dieser Satz, der hat seine ganz eigene Vorgeschichte. Als Kind von jüdischen Eltern wird sie 1891 in Berlin geboren und sie setzt sich schon früh und auch literarisch mit dem Nationalsozialismus auseinander. Sie kämpft mit Worten gegen die Gräueltaten des Faschismus an. Deshalb muss sie 1940 fliehen, sie sucht Schutz in Schweden. Und da ist er, dieser Satz: Wer im Dunkeln sitzt, der zündet sich einen Traum an. Sie entwirft da im Exil und dann lebenslang danach immer wieder Bilder, die sie trösten, die sie heilen. Und sie erinnert sich an das, was trägt. Und ja, das ist gut gegen Angst und Resignation. Und ich glaube, genau so etwas tut uns jetzt gut. Ich will ganz sicher nicht unsere Probleme im November 2020 mit denen der Schriftstellerin in Zeiten des Faschismus vergleichen und das eine gegen das andere aufwiegen oder relativieren. Aber natürlich will und muss ich unsere Ängste und unsere Probleme ernst nehmen und wahrnehmen. Und die sind ja da. Die Angst vor der zweiten Welle, dass unser Gesundheitssystem überlastet wird und auch die ganz persönliche Angst. Wir hören von vielen milden Verläufen, Gott sei Dank, bei vielen Patientinnen und Patienten. Und dann gibt es auch die, und viele von uns kennen mittlerweile so einen Patienten, eine Patientin, die noch monatelang danach unter den Auswirkungen von Covid-19 leiden. Da ist viel Ratlosigkeit und Angst. Wie damit umgehen, gerade jetzt in den dunklen Monaten, wo das draußen feiern und das draußen zusammenkommen halt nicht mehr so leicht möglich ist. Und wie damit umgehen, wenn ich wirtschaftlich hart getroffen werde, wenn mir der Jobverlust droht oder wenn ich in eine der besonders von der Krise getroffenen Branche, der Veranstaltung in der Gastronomie arbeite. Wie gehen unsere Jugendlichen und Kinder damit um, die ein Teil des ganz normalen, unbeschwerten Aufwachsens jetzt gar nicht erleben können? Na klar, da ist ganz viel berechtigte Angst und Sorge. Und deshalb auch hier dieser Satz: Wer im Dunkeln sitzt, der zündet sich einen Traum an. Und jetzt ein Szenenwechsel. Da soll eine große Flut kommen, die wird alles mitreißen. Gott hat die Bosheit satt. In den einen aber, in den Noah und in seine Nachkommen, da setzt er noch Hoffnung. Und deshalb will er ihn retten. Und Noah lässt das geschehen, fragt gar nicht nach, sondern befolgt einfach die Anweisungen Gottes. Und er bringt sich und seine Familie und die Tiere jeder Art in seiner Arche in Sicherheit. Und schon bald, da schwellen die Wasser an, dieser Kasten wird hochgehoben und fortgetragen, liegt auf gewaltigen Fluten und alles wird da von dieser Flut mitgerissen. Nur eben Noah, die Seinen, die auserwählten Tiere, die werden bewahrt. Und sie erleben 150 Tage lang nichts als Wasser, Wasser und Wasser. Das muss eine unbeschreiblich lange Zeit gewesen sein. Aber dann, am 150. Tag, da setzt die Arche auf einem Berg auf und der Regen lässt nach und er endet.
Und Noah wagt es. Einige Tage später, da öffnet er ein Fenster. Er lässt eine Taube frei. Ob die fortbleiben? Denn das wäre das sichere Zeichen, dass Leben da draußen wieder möglich ist. Aber es ist Geduld gefragt. Die Taube kehrt zurück. Und Noah nimmt sie sachte in die Hand und zurück in die Arche und hofft auf die zweite. Immerhin bringt die dann ein frisches Ölblatt mit. Also da ist wieder Leben da draußen. Aber erst die dritte Taube verheißt durch ihr Fernbleiben einen neuen Anfang. Wenn ich mir diese Bibelgeschichte mal ganz nüchtern mathematisch, arithmetisch anschaue, dann ist es ganz erstaunlich. Diese kurze, die eben gar nicht kurz ist, Episode der Tauben, des Aussendens, des Abwartens, die nimmt genauso viel Platz ein wie all das, was vorher war. Also von der Ankündigung, den Spott, dem Bau der Arche und der ganzen Irrfahrt. Also ganz offensichtlich liegt darauf ein Akzent. Gerade in der Schlussphase der Krise, die so ausführlich erzählt wird. Und es zeigt mir, gerade zum Ende einer Krise braucht es noch einmal ganz viel Ruhe, Geduld und Zuversicht. Noah, der trägt sie in den letzten Tagen der Katastrophe in sich. Diese Geduld, diese vertrauende Geduld. Er hat einfach die Gewissheit Gottes da. Dennoch, obwohl da so viel Schreckliches passiert ist. Und er glaubt daran, Gott wird mich retten. Auch wenn das dauert, auch wenn ich weder sagen kann, wann und schon gar nicht sagen kann, wie. Aber Noah vertraut und ja, Gott hat ihn nicht vergessen. Noah vertraut, es nimmt ein gutes Ende, auch gerade, wenn ich das alles nicht verstehe. Und das gibt Noah die Kraft, den nächsten Schritt zu machen. Nach endlosen Monaten, da öffnet er die Arche, geht hinaus. Und ja, er spürt, der Boden da draußen, der trägt. Das ist in Abwandlung eines anderen Bonbons ein kleiner Schritt für ihn und ein ganz großer für die Menschheit. Denn die Menschheit hat da endlich wieder Zukunft. Und Noah macht es unendlich dankbar. Der feiert den ersten Gottesdienst nach langer Zeit an Land. Und Noah dient Gott und Gott dient Noah und lässt sich hören. Er spricht in diesen Gottesdienst das große Versprechen hinein. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und das lese ich in der Zeit der Krise natürlich ganz besonders intensiv und ganz neu. So oder so, das zählt für mich zu den wichtigsten Sätzen der ganzen Bibel. Was immer auch geschieht, ich halte fest an dem Vertrauen, dass Gottes Erde unter Gottes Segen steht. Und zwar für immer. Ich halte fest, dass die Welt so gemeint ist und nicht anders. Im Frieden sollen wir unser Leben leben. Und diese Gewissheit, die macht mich mutig. Zumindest immer mal wieder. Gegen den Augenschein, gegen gegenwärtige Entwicklungen, die lässt mich mutig auf das Gute hoffen. Diese Sintflutgeschichte ist eine uralte Geschichte und es ist ein echter Klassiker. Aber ich merke jetzt mehr als vorher, dass der ganz viel mit meinem Alltag zu tun hat. Gerade eben, weil diese Erzählung pure Ermutigung ist. Gott will Segen für diese Erde und deshalb muss ich nicht resignieren. Und auch wenn da Unrecht, Pandemie, Unfrieden, Gewalt und sonst etwas herrschen, Gott hat den Segen ausgerufen für den Fortbestand der Welt und deshalb lasse ich mich ermutigen
gegen jede Weltuntergangsstimmung. Und das, liebe Gemeinde, das ist der Traum, den ich anzünde, wenn ich im Dunkeln sitze. Amen. Wir wollen gemeinsam Fürbitte halten. Gott, wir denken jetzt an die Menschen, die Ermutigung brauchen. Lass ihnen Hoffnungsgeschichten einfallen. Lass sie gute Träume träumen. Lass sie daran denken, dass du da bist, dass sie nicht allein unterwegs sind. Du schenkst Leben, Gott. Wir denken daran, wozu unser Glauben uns stärken will. Barmherzig sollen wir sein, gerecht miteinander leben. Die Not sollen wir lindern. Zur Berufung oder zum Beruf des Christen, der Christin, wie Martin Luther ihn verstand, gehört immer der Ort, an dem ich Verantwortung habe und mitgestalte. Dazu stärke uns, denn du schenkst Leben, Gott. Und besonders denken wir an alle, denen wir nicht helfen können oder kaum, den Kranken, den Verfolgten, den Sterbenden. Die befehlen wir dir an, gütiger Gott. Tröste sie, stärke sie, nimm sie in deine Hände, denn du schenkst Leben, Gott. Und gemeinsam sind alle eingeladen, mitzusprechen, sprechen wir das Gebet, das Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und mit Gottes Segen da lasst uns auseinandergehen. Und so segne uns Gott und behüte uns Gott. Gott lass leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf uns. Er schenke uns seinen Frieden. Amen.